Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Mario Kart 7. Wir machen knackig weiter mit den Cups. Ich find's by the way cool, dass sich diese Musik hier so richtig aufbaut. Ne, je nachdem wie weit ihr hier kommt in diesem Menü, baut ihr euch weiter auf. Und der neue Charakter, den wir beim letzten Mal freigeschaltet haben, und zwar ist es... Daisy! Ist mir aber egal, weil ich nehme sowieso Bowser. Ja, bleibst mir natürlich treu, ne? Richtig, ja, ja. Hab ich mir gedenkt. So, Blumencup ist dran. Wir beginnen. Und fangen an mit der Wuhu-Rundfahrt. Wuhu, wupp, wupp, wupp. Ist eine Strecke, die, glaube ich, an... Ich glaube, Pilot Wings Resort angelehnt ist oder an... Sag mal an. Wii Sport Island oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Irgendwas mit Island war das, glaube ich, ja. So. Mal gucken, wie es in diesem Cup aussieht. Beim letzten Mal hatten wir nämlich in jeder Strecke oder auf jeder Strecke, in jedem Kurs, hatten wir quasi immer eine Blue Shell gehabt. Mal gucken, ob es in diesem Cup auch so ist. Ich bin natürlich gespannt, wie ein Flitzebogen. Und so ist es auf jeden Fall, ja, wisst Bescheid. So, ich kenne mich hier natürlich auch gut aus. Ich habe die Strecke natürlich auch etwas länger nicht mehr gespielt, weil, wir wissen, mein 3DS, mein Spiel 3DS, mein richtiger Zocker 3DS ist natürlich kaputt. Es ist passiert, als ich quasi mal ein Super Mario 3D Land Race gemacht habe. Ich habe das mal geraced mit ein paar Kollegen. Und dabei war ich so abgefuckt, dass ich auf den Topscreen gehauen habe und deswegen... Nein! Und deswegen sind wir jetzt hier und ich kann das hier erstmals nur mit der 3DS Capture Card spielen, ja. Erstmals wieder. Aber gut. Ich werde natürlich bemüht sein... gegen mein 3DS nicht irgendwie zu schlagen oder da gewalttätig zu sein, weil das ist mir dann doch schon so ein bisschen lieber, dass ich den in Ruhe lasse. Aber okay, weg mit dir! Weg! Ich wette so in der letzten... im letzten Abteil der Strecke kommt bestimmt die Blue Shell. Und das ist auch neu, meine lieben Freunde und Kinderchens. Wir haben hier keine Runden, sondern wir haben Abteile. Das ist eine Abschnittsstrecke und die kam mir erstmals vor. Das ist natürlich sehr cool, weil... da haben sich die Entwickler natürlich was Neues, Knackiges ausgedacht, wie man dieses ganze Mario Kart-Genre noch ein bisschen erweitern kann. Und das haben sie so gemacht, indem sie quasi so eine Abschnittsstrecke gemacht haben. Quasi, das gibt es auch nicht zum ersten Mal. Das ist hier nicht die einzige Strecke, die sowas beinhaltet. Es gibt auch mehrere. Und das war die erste und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es hier so eine Art Rundfahrt ist. Und es ist ja auch quasi eine Wuhu-Rundfahrt. Und jetzt wisst ihr auch, warum es so heißt. Ganz einfach aus dem Grunde, weil man hier quasi eine Rundfahrt hat. Quasi mehrere Abschnitte, die quasi dann wieder zum Ziel führen. Ne, die Startstrecke ist auch gleichzeitig die Zielstrecke, wie auch in allen anderen Strecken. Ne? Daran wurde sich gehalten, ist aber glaube ich nicht immer so bei diesen Abschnittsstrecken. Werden wir aber auch später darauf zurückkommen, denke ich mal. So, Marios Piste ist natürlich auch so eine Standardstrecke, die hätte man eigentlich auch als erste Strecke nehmen können. Und ihr wisst Bescheid. So, da haben wir schon das nächste Item gesehen, nämlich die Feuerblume. Die haben wir auch, glaube ich, schon im letzten Part gesehen, da habe ich aber nichts zu gesagt. Tut mir leid. Ich als Wikipedia-Tendo-LP 2.0 hätte sowas erwähnen müssen, das tut mir sehr leid. Aber dafür kann ich euch jetzt das Item hier erklären. Und zwar haben wir jetzt hier ein Tanuki-Blatt. Ich weiß nicht warum, aber Nintendo war wohl bei der ganzen 3DS-Ära ziemlich gehypt, was... Tanukis anging. Erstmal 3D-Land, jetzt auch noch hier mit den knackigen Tanuki-Blättern, die euch quasi vor jedem Item beschützen, außer der Blue Shell ist auch ganz klar. Die Blue Shell kannst du hier nicht dodgen, es sei denn, du hast einen Stern. Und boah, wie weit kann man denn die Bob-Oms schmeißen? Ich habe gesehen, er war relativ weit hinter mir und dann konnte er auf einmal so richtig krass werfen. Naja. Da hat er wohl so ein paar Pilze gegessen oder Spinat oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Naja, wir halten uns natürlich relativ gut, aber das Tanuki-Item ist schon eine recht coole Sache, weil ihr könnt damit alles bis auf Stern, Blitz und Blue Shell dodgen. Na, wenn also quasi jemand sagt, okay, ich hab Bock, dich jetzt mit einer Red Shell abzuwerfen, kannst du sagen, nö. Leck mich. Ich nutze das Tanuki-Blatt und bin geschützt. Weiß aber auch gar nicht genau, bei welchen Platzierungen es am besten auftaucht. Ich glaube, es kann überall auftauchen, ne? Und ihr habt doch eben gesehen, wir konnten Offroad driften. Das geht ja eigentlich gar nicht, aber
Das ist der Effekt von diesen Reifen hier. Ne, diese fetten Reifen sorgen dafür, dass man auch Offroad driften kann. Du bist zwar dann arschlangsam und so, und das empfiehlt sich nicht. Eigentlich. Aber ich kann euch sagen, ne, es geht auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt. Und diese Reifen hier, ich hab ihren Namen vergessen, aber naja, wisst Bescheid. Natürlich. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese Reifen hier werden durchgängig und werden ziemlich präferierend von Skillern benutzt. Die online fahren und sowas, das ist natürlich ganz klar und wir können jetzt nicht einholen, ne? Natürlich. Guck mal, wie der da wegge... Der ist da so weggedriftet, ey. Ja. Unfair, ne? Total unfair. Aber okay, so ist das nun mal, ne? Solange wir am Ende Erste sind, ist alles okay. Das Problem ist, wir können schon wieder keine 3 Sterne holen. Mann! Es war aber auch irgendwie klar, dass sie kommen muss, ne? Es war offensichtlich. So, jetzt haben wir hier die Instrumentalpiste. Ihr kennt sie aus Mario Kart 8 schon. Und sie hat hier natürlich ihren knackig-knackigen Ursprung gefunden, meine lieben Freunde und Kinderchen. Was bei der Strecke so richtig innovativ ist, ist quasi, dass die Strecke mit euch interagiert. Von der Musik her natürlich, ne? Ich kann es euch einmal zeigen. Nämlich hier erstmal das Klavier. Ihr hört es ganz leise. Ihr hört das ganz leise, wie quasi das Klavier spielt, während ihr darauf fahrt. Was halt ziemlich cool ist. Genauso wie hier und genauso wie hier auch. Total cool. Da gibt es ja auch noch so Bongos. Und die sind natürlich auch cool. Muss man ganz klar so sagen. So, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, entweder zu fliegen oder halt einen Stunt zu ziehen und auf der Straße weiterzufahren. So, das Ding bei diesen Musiknoten ist, bei diesen etwas zu dick geratenen Musiknoten, bei denen ist die Sache, wenn sie springen und sie, ja, knallen auf den Boden, könnt ihr das quasi als Stuntmöglichkeit nutzen. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Cooper, geh weg, du hast hier nichts verloren. Was tust du hier? Oh, 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 oh. Okay, alles gut. Die Green Shell war nicht auf meiner Seite. Das ist gut. Oder sie war auf meiner Seite, aber sie war nicht auf meiner Seite im Sinne von, sie bumst mich jetzt gleich. Ne? Auf keinen Fall. Aber ich finde auch, ich fahre viel zu wenig Vorsprung raus. Kann das sein? Ich glaube schon. Wow! Was ihr aber auch hier in diesem Spiel machen könnt, ist auch... Oh, oh. Drifte, du Arsch. Los jetzt! Nein! Komm, fahr rein! Schade. Ist egal, passt schon. Was wollte ich nochmal sagen? Ah, stimmt. Auf gerader Strecke könnt ihr es trotzdem irgendwie schaffen zu snaken. Das geht auch in diesem Spiel. Ist zwar etwas abgeschwächter, aber es geht. Haben wir eben auch auf dieser geraden Strecke gesehen. Ja, sobald ihr irgendwie so ein bisschen, nur ein bisschen in eine Richtung driftet, kriegt ihr relativ leicht den blauen Turbo. Und wie wir im letzten Part schon rausgefunden haben, ist der dazu da, dass er einen leichten Turbo gibt. Ist ja ganz klar, ne? So. Und in der dritten Runde sind die ganz schnell, diese Musiknoten. Solltet ihr auch aufpassen, dass sie euch nicht irgendwie treffen. Weil wenn die euch treffen, seid ihr geplättet und dann habt ihr keine Chance mehr. So. Zack. Zack. Und ihr seht, man kann da relativ gut snaken. Das ist auch für die Time Trials recht gut. Ne? Muss man auch ganz klar so sagen. Ganz klar. So, wo ist Luigi? Ach, der ist... Oh, der ist doch ganz weit dran. Ist der Zweiter geworden? Leck mich. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass er Zweiter geworden ist und nicht Cooper. Das hätte ich Cooper mehr gegönnt. Und jetzt... kommen wir zur letzten Strecke, und zwar Gebirgspfad. Die schließt hier diesen Cup, den knackigen Blumen-Cup, recht gut ab. Ist keine Abschnittsstrecke, dafür aber wieder so eine richtig coole Strecke eigentlich, weil es gibt hier außenrum Röhren. Hier sieht man auch diese ganzen Pilze, die man auch schon aus New Super Mario Bros. Kennt. Richtig cool. Und hier sind Flap-Flaps, die einen natürlich auch behindern wollen. Wenn ihr gegen die fahrt, dann viel Spaß. Ihr wisst Bescheid. Oh Gott. Jetzt kommen wir hier nach draußen, ne? Der Gebirgspfad nimmt es ziemlich wörtlich, nämlich ist hier die Sache... Oh oh. Nein, nein! Peach? Muss ich dich wieder entführen? Was machst du hier? Ab in die Küche! Hey! Hey! Weg!
Naja, der Gebirgspfad nimmt es eigentlich ziemlich wörtlich, nämlich... Nein! Nämlich fahrt ihr in so ein Gebirge rein und seid dann wieder draußen. Ja, ganz cool. So, hier ist es richtig gefährlich zu fahren, weil ihr könnt nicht sehen, wo was ist. Oh, Blue Shell, Blue Shell! Und es kam gerade... Ja, in diesem Cup kamen nur zwei. Ihr seht, ne? Also zwei sind mindestens drin. Vier können aber auch durchaus passieren. Es kann aber durchaus passieren, dass zwei kommen können, ne? Ist ja ganz klar. Muss man auch ganz klar so sagen. Ich finde es aber auch cool, dass ihr hier in so ein Gebirge reinfahrt. Quasi so ein offenes Gebirge. Dann fahrt ihr raus und seid hier quasi in so einer, ja, Flugstrecke. Seid draußen in so einem Wald schon, was ich auch ziemlich cool finde. Sieht auch cool aus. Es gibt hier natürlich auch außerhalb des Waldes auch recht coole Abkürzungen. Die werden wir wahrscheinlich auch im, ja, in der letzten Runde mal nehmen, weil ich habe auch einen Pilz bekommen, was halt auch ziemlich cool ist. Ihr könnt in diesem Spiel damit rechnen, wenn ihr auf dem ersten seid, zu einem geringen Prozentsatz kriegt ihr einen Pilz. Ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde sagen, die rote halte ich mir erstmal. Zur Sicherheit, weil wenn Todd dann eine rote bekommt, dann bin ich ein bisschen ungeschützt, ne? Das ist dann, da sagt man dann, nicht safer Sex, sagt man dann dazu, ne? Weil da wirst du nämlich penetriert. Nein, nein. Wir lassen uns, komm, komm, Peach, du dumme Sau. Jetzt schmeißt die scheiß Blue Shell. Hallo, Miststück. So, dran, vorbei, vorbei, vorbei. So, das macht man taktisch nämlich auch online, dass man quasi sagt, okay, wenn da jetzt eine Blue Shell ist, dann lässt man sich zurückfallen. Aus solchen Gründen. Weg, Arschloch. Dann lässt man sich aus solchen Gründen zurückfallen, weil dann habt ihr die Chance, nicht getroffen zu werden. Das ist cool. So, jetzt hier nochmal aufpassen, nicht, dass hier gleich noch ein Stein runterkommt und uns mitnimmt. Das wäre ein bisschen unknackig. Aber okay, wir hätten es geschafft und lassen uns natürlich hier... Wuhu! Lassen uns fallen, weil das können wir uns erlauben, ja. Ja, Bowser wird voll verarscht, Alter. Haha. Gut, das war der Blumencup. Ich finde ihn ja, wie gesagt, relativ cool. Hat eine runde, knackige Anzahl an guten Strecken. Vier Stück. Ich finde die alle cool eigentlich. Alle auf ihre Art und Weise. Jeder hat was Cooles. Die erste Strecke, die Wuhu-Rundfahrt, richtig cool. Instrumentalpiste ist cool. Marius Piste ist natürlich so standardmäßig, aber passt schon. Man fährt ins Schloss rein. Und dann nochmal der Gebirgsfahrt mit dem Gebirge. Was sehr, sehr cool ist. So. Und das war's auch schon. Das war der zweite Cup. Zwei Sterne. Erster Platz. Sterncup ist freigeschaltet. Das ist super. Und ich bin mal gespannt, ob wir nicht auch... Ja. Neuen Charakter bekommen. So ist es. Und sogar neues Kartteil. Es ist dann nämlich hier so in diesem Spiel, wenn ihr Münzen sammelt, schaltet ihr neue Kartteile frei. Das kann man dann aufs Online-Rennen auch verlagern, weil da kann man auch Online-Münzen farmen. Und dann kriegt ihr quasi Münzen, 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 könnt die sammeln. Ich glaube, es gibt das Maximum, wo ihr noch was bekommen könnt, sind 10.000 Münzen, glaube ich. Jedenfalls ist es in Mario Kart 8 so und ich glaube, auch in diesem Spiel ist das so. Naja, das soll es für diesen Part gewesen sein. Beim nächsten Mal dann der Sterncup in der 150er-Klasse. Bis dahin, haut rein, ciao!